Wie eingangs bereits betont, befinden wir uns ja heute im Stadtpark Knittelfeld. Und genau da haben wir für unsere ATV-Sommerinterview-Reihe auch den Nationalratsabgeordneten Wolfgang Zanger getroffen. Mit ihm haben wir über bundespolitische Themen gesprochen, aber auch über Gebiete, die vor allem die Murtalerinnen und Murtaler beschäftigen. Herr Zanger, beginnen wir gleich mit einem Thema, das uns alle bewegt, und das ist momentan die Teuerung, diese Teuerungswelle. Wir haben gehört, die Bundesregierung denkt darüber nach, jetzt doch einen Preisdeckel einzuführen. Was sagen Sie dazu? Es wird ja aufgrund des Versagens in der bisherigen Politik gegen die Teuerung höchste Zeit, dass endlich einmal was Vernünftiges passiert. Das fordern wir Freiheitliche ja schon seit Monaten, dass ein so ein Preisdeckel kommt. Aber man muss schon auch eines sagen, da gäbe es noch viele Maßnahmen dazu, die zu einer Verbesserung der Situation unserer Bürger eingeführt gehörten. Dazu gehört nicht nur der Preisdeckel auf Strom, da gehört auch ein Preisdeckel auf die Benzin- und Dieselpreise, inklusive der Aussetzung der Einhebung der Mehrwertsteuer und der Mineralölsteuer. Das würde zu einer wirklichen, effektiven Entlastung der Bürger führen. Und es sind angesichts dieser Entwicklungen, sind auch die Lohnverhandler für unsere Arbeiter und Angestellten im Herbst gefordert, hier ordentliche Abschlüsse zu erzielen. Die Teuerung in den Gemeinden ist ja auch ein Thema. Sie sind ja auch Bezirkspartei, Obmann der FPÖ Murtal. Wie gestaltet sich da die Situation? Ja, es hat ja jetzt schon ein paar Gemeinden gegeben, die von sich aus hergegangen sind und auch sozusagen hinsichtlich des Gemeindebudgets eine Entlastung für die Bürger durchgeführt haben, indem sie einfach gewisse Kosten nicht erhöhen oder auch aussetzen. Und da sind wir jetzt auch dabei, in Gemeinden, wo dies nicht passiert, das sind hauptsächlich ÖVP-geführte Gemeinden, mit entsprechenden Anträgen entgegenzuwirken, um auch hier in diesen kleinen Bereichen, das ist alles schon geholfen, was jetzt momentan passiert, eine Entlastung für unsere Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Viele sagen ja auch, dass diese Teuerungswelle mit dem Krieg, mit den Sanktionen Ukraine-Russland zusammenhängt. Wie sehen Sie das? Naja, man muss sich einmal, da braucht man nur einen Blick in die Statistik Austria werfen. Die Teuerung hat begonnen im Juni des vorigen Jahres. Seitdem steigen die Preise stetig und ständig an. Alles nur auf die Ukraine-Krise zu schieben, ist zu wenig. Natürlich trägt das seinen Beitrag dazu bei, aber es ist nicht die alleinige Ursache. Und ein großer Selbstschuss sozusagen sind eben diese Sanktionen gegen Russland. Da tun wir nichts anderes, als uns selbst ins Knie zu schießen. Deswegen fordern wir auch ein sofortiges Ende dieser Maßnahmenpolitik bzw. dieser Sanktionspolitik gegen die Russen. Was sollte man sonst gegen Russland unternehmen? Österreich hat sich immer sehr wohl gefühlt in seiner Rolle als neutraler Vermittler. Ich bin der Meinung, dass es unsere Bundesregierung oder dass sie die besten Voraussetzungen hätte dafür, beide Seiten an den Verhandlungstisch zu laden, um einmal Gespräche zu beginnen darüber, wie könnte man das Ganze wieder aufdröseln, wie könnte man hier zur Ruhe kommen. Das leider tut die Bundesregierung überhaupt nicht und setzt damit aber auch unsere Neutralität aufs Spiel. Sie bringen aber nicht nur die Sanktionen in der letzten Zeit ins Spiel, sondern auch das Asylthema. Wie hängt das zusammen? Naja, im Zuge der Ukraine-Krise ist es ja unbestritten, dass sehr viele Flüchtlinge auch nach Österreich gekommen sind. Ist ja grundsätzlich auch verständlich. Nur, was dabei übersehen wird, ist, dass im Zuge der gesamten Flüchtlingsbewegung auch wieder die illegalen Schlepperbanden ihr Geschäft wittern und sehr, sehr viele mitkommen, die überhaupt nicht vom Krieg betroffen sind, beziehungsweise nicht von der Ukraine-Krise. Wir haben es wieder mit unzähligen Tausenden Syrern, Afghanen etc. zu tun, die im Zuge dieser Flüchtlingsbewegung mitkommen oder eben über illegale Schlepperbanden ins Land geschleppt werden. Allein im heurigen Jahr wurden bereits 15.000 durch Schlepper nach Österreich gebrachte Menschen illegal hier aufhältig festgenommen. Und die Asylzahlen steigen dramatisch an. Wir erleben Situationen oder zumindest Zahlenexplosionen wie in den Jahren 15 und 16, die ja als wirkliche Flüchtlingskrisenjahre in Österreich stark verankert sind. Denn beispielsweise im Jahr 2021 war die Zunahme an Asylanträgen 160% und derzeit, also Mitte des Jahres 2022, liegen wir bereits schon wieder auf 140%
Zunahme bei den Asylanträgen. Das sind Zustände, die wir nicht zulassen können. Und ich bin der Meinung, es gehört der Grenzschutz verstärkt und geschaut, wer hat den Flüchtlingsstatus, der selbstverständlich herzlich gern hier aufgenommen. Und der Rest muss einfach beinhart abgewiesen werden. Wir brauchen eine Festung Österreich. Das sind Ihre konkreten Forderungen an die Bundesregierung. Wenn wir jetzt aber nochmal zurückkommen auf den Bezirk, die Energiekrise haben wir besprochen. Ja, die Bewältigung der Energiekrise, welche Möglichkeiten gibt es da auf der kleinsten Ebene? Ja, da gibt es durchaus auch das eine oder andere. Etwas, das sehr prominent momentan auch in unserer Region ist, sind die Installationen von Photovoltaikanlagen. Allerdings fordere ich hier auch die Einsetzung des Hausverstandes. Photovoltaikanlagen gehören vornehmlich einmal auf Dächer, Fassaden, öffentliche Gebäude etc. Aber dass man hergeht, so wie jetzt in Vonsdorf, und beabsichtigt, rund 30 Hektar oder vielleicht auch mehr an landwirtschaftlich genutzter Fläche zuzubauen mit Photovoltaikanlagen, also da sehe ich auch unsere Nahrungsmittelsicherheit gefährdet. Da gehört schon ein vernünftiges Augenmaß darauf gelegt, was ist möglich und was ist oder was sollten wir nicht tun. Ein vernünftiges Augenmaß, wir werden jetzt kurz das Thema wechseln. Dr. Walter Rosenkranz möchte Bundespräsident werden. Warum sollte man ihm seine Stimme geben? Weil Dr. Walter Rosenkranz ganz einfach die beste Wahl für die Österreicherinnen und Österreicher ist. Ich kenne den Walter schon seit vielen Jahren. Ich war mit ihm gemeinsam Kollege im Nationalrat. Er war mein Klubobmann in den Jahren der Regierungsbeteiligung. Und ich muss sagen, er ist jemand, der sich allgemein bei den gesamten Themen der Politik hervorragend auskennt. Also das ist einer vom Fach. Dann wurde er zum Volksanwalt bestellt. Also eine bessere Legitimation als Bundespräsident zu haben, als ein Anwalt des Volkes zu sein, das er ja auch wirklich hervorragend ausgeübt hat. Etwas Besseres gibt es nicht. Und er ist auch ein Mensch, mit dem man auf Du und Du sein kann. Das werden die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes im Zuge der Wahlbewegung extrem spüren. Er ist ein ganz lieber, super Kerl. Somit steht uns eine heiße Wahlkampfphase im Herbst davor. Zuvor kommt noch der Sommer. Ihre privaten, persönlichen Sommerpläne? Ja, meine privaten Pläne gehen in die Richtung, dass ich im Herbst irgendwann einmal ein paar Tage nach Griechenland mich begeben werde. Jetzt, wo es wieder möglich ist, auch ich liebe dieses Land, ich liebe die Menschen dort, ich liebe die Einstellung, die diese zum Leben haben. Und natürlich ein paar Tage auch hier bei uns in der Region verbringen, ein bisschen was anschauen. Es gibt so viele unentdeckte, wunderschöne Plätze, die wir haben. Und es wird ja auch wichtig sein, man muss einmal rüberkommen. Es waren alles so wirklich sehr stark bewegte Zeiten und ich glaube, jeder, auch unsere Bürgerinnen und Bürger haben sich jetzt eine Zeit der Ruhe vor der Politik verdient. Und ich wünsche allen Murtalerinnen und Murtalern erholsamen Sommerferien für die Schüler und Jugendlichen, dass wir dann mit frischen Kräften in den Herbst starten können.